Ja, er befindet sich seit Jahren auf höchstem Niveau, was seine Vorträge betrifft. Eine Veranstaltung ohne ihn im Kölner Karneval wäre sicherlich allen Höhepunkt ärmer. Und deswegen freuen wir uns jetzt auf der Bühne willkommen zu heißen Martin Schops. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Wie ist es? Das freut mich sehr zu hören. Ich habe gerade schon so ein bisschen in den Saal reingespinkt. Ich hätte mir die Frage fast schenken können, denn man kann es tatsächlich in euren Gesichtern erkennen, dass es euch gut geht. Und das ist tatsächlich auch im Karneval nicht überall so. Ich hatte zuletzt mal einen Auftritt auf einer Herrensitzung der Karnevalshochburg Ostwestfalen. Ich nenne es seitdem auch das Vietnam des Karnevals. War von euch schon mal jemand auf einer Veranstaltung aus Westfalen? Oha, das erklärt, warum ihr heute hier seid. Da habe ich aber wirklich auf der Bühne gestanden und gedacht, boah, was bin ich froh, dass ich ein Rheinländer bin. Wirklich, wir sind ein fröhliches Volk und ein optimistisches Volk. Es ist ja wirklich so, die eine Hälfte der Menschen sagt immer, das Glas ist halb leer, die andere Hälfte, das Glas ist halb voll. Und wir Rheinländer sagen, ist uns am Ende doch drissegal, ob das Glas jetzt halb leer oder halb voll ist. Wichtig ist für uns immer noch eins, wie viele Flaschen haben wir noch im Kühlschrank, ne? Ganz andere Maßeinheit, in der wir hier im Rheinland denken können. Vielleicht einfach mal optimistisch sein, auch wenn es mal nicht so optimal läuft. Und es gibt ja wirklich viele Dinge, die auch im Rheinland jetzt nicht so ganz optimal laufen. Nehmen wir einfach mal Leverkusener Autobahnbrücke. Soll ich direkt überspringen? Aber Leverkusen kennt ihr alle, oder? Auch die Ostwestfalen? Ansonsten kann ich es kurz erklären. Eine kleine Stadt neben Köln, halb so groß wie der Melatenfriedhof, aber doppelt so tot. Ja, schon mal gehört, ne? Es wurde ziemlich lange an dieser Brücke rumgeschraubt, hat wahrscheinlich jeden von uns hier im Gürzen nicht schon mal genervt. Und trotzdem sagen mittlerweile die ersten Rheinländer, die da vorbeifahren, so, och, guck mal einer an. Das hing am Ende ja doch Flück, ne? Nach 10 Jahren Planung, 5 Jahren seltene Vögel umsiedeln, 7 Jahren Bauzeit, ist die erste Hälfte von der neuen Brücke, zack, ne? Fast fertig. Da freuen sich die Leverkusener. Und sagen, jetzt können wir demnächst endlich wieder zügig mit dem Auto von Leverkusen nach Köln fahren. Andersrum sehen viele Kölner das etwas weniger euphorisch, ne? Die sagen, was soll da drin? So abreißen, ja, aber neu bauen. Warum? Denn was der liebe Gott durch einen Fluss getrennt hat, das soll der Mensch nicht durch eine Brücke verbinden, ne? Ja, mir bleibt alleine von meinem Beruf her auch gar nicht so viel anders übrig, als optimistisch zu sein. Ich bin im Hauptberuf Lehrer, das ist auch nicht immer schön. PISA-Studie habt ihr gesehen? Schlechtes Ergebnis aller Zeiten. Deutschland jetzt auch offiziell so dumm wie noch nie. Für mich das Erschreckendste an der Sache ist, unsere Bundesregierung hat bei der Studie noch nicht mal mitgemacht. Wäre vermutlich auch ein schönes Desaster geworden. Ich habe es mir in den letzten Jahren so ein bisschen zur Gewohnheit werden lassen, mich auf die Bühne zu stellen, am Anfang über meine Schüler herzuziehen. Und ich wollte das in diesem Jahr ausnahmsweise mal nicht machen. Ich wollte tatsächlich auch mal selbstkritisch sein und sagen, wir Lehrer, wir sind an der Bildungsmisere jetzt auch nicht so ganz unbeteiligt. Jetzt muss ich erst mal fragen für die Sicherheit, sind heute Lehrer hier oder können wir ganz offen reden? Da hinten ist der Kollegentisch, was ist das für eine Schule? Fahrschule? Grundschule, okay. Durchschnittsalter der Kinder aber auch schon 14 wahrscheinlich. Bei uns an der Schule sind mittlerweile, ich würde sagen, grob geschätzt, so 50% der Lehrer sogenannte Quereinsteiger. Quereinsteiger im Lehramt kann man sagen, das sind Menschen, die sind eigentlich alle so total nett. Punkt. So, und na, da sind auch viele Fähige dabei, da sind aber auch so ein paar dabei. Hast du das Gefühl, die wissen gar nicht so richtig, wo die da gelandet sind. Jetzt wurde zuletzt bei uns mal ein neuer Mathelehrer gesucht. Keiner der Bewerber hat aber Mathematik oder auf Lehramt studiert. Zur Ehrenrettung kann ich sagen, 3 hatten aber immerhin in ihrer eigenen Schulzeit Mathe gehabt. Und die kamen dann auch zum Vorstellungsgespräch. Hat der Schulleiter gesagt, Freunde, bei aller Liebe, so geht das nicht. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob sie intellektuell in der Lage sind, hier bei uns Mathematik zu unterrichten. Wir machen jetzt erstmal Test. Sie fangen bitte schön mal an, zählen Sie mal bis 10. Ja, sagt der, es ist gar kein Problem, kann ich hier. 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10.
Ja, da sind schon mal alle Zahlen mit dabei. Aber können Sie die auch in der richtigen Reihenfolge? Sagt er, nee, tut mir leid, ich habe das so gelernt. Ich habe früher gearbeitet als Briefträger. Kann der nächste reinfing an zu zählen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ist auch bei Ihnen alle Zahlen dabei. Können Sie die in der richtigen Reihenfolge? Nö. Tut mir leid, habe ich so gelernt. Ich habe früher bei der NASA gearbeitet, zuständig für den Countdown. Kann der dritte dran sagen? Für mich überhaupt kein Problem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, herzlichen Glückwunsch. Sie haben den Job. Darf ich fragen, was Sie früher so beruflich gemacht haben? Ja, ich war Verwaltungsangestellter bei der Stadt Köln. Das ist ja super, können Sie wahrscheinlich noch weiterzählen als bis 10. Sagt doch klar, Bube, Dame, König, Ass. Ja, ich selber, ich muss jetzt auch schon ein paar Mal fachfremd unterrichten. Zuletzt ist unsere Bio-Lehrerin ausgefallen, hatte einer die Riesenidee. Komm, Martin, übernehmen. Ich sage, seid ihr irre? Ich habe null Ahnung von Bio. Kein Problem. Die auch nicht. Erzählst du irgendwas, am besten machst du ein bisschen Aufklärungsunterricht. Das kann bei denen definitiv nicht schaden. Und da habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass das stimmt. Auf dem Flur kam mir der Musti entgegengerannt, war ziemlich stolz. Meint so, Herr Schops, Digga, meine neue Freundin hat so gesagt, ich wäre voll der potente Hengst, so, ey. Ich bin erst seit 5 Wochen mit der zusammen. Bäm, ist die schwanger. 3. Monat. Ja, läuft bei dir. Ich sage, komm, wir machen das jetzt mal anders. Ihr überlegt euch jetzt einfach mal alle, was euch so zu dem Thema Aufklärung interessiert. Schreibt eure Fragen mal anonym auf. Und ich versuche, die so gut ich kann zu beantworten. Und die schönste anonyme Frage fand ich, die kam von Justin. Der hatte das mit dem Anonym nicht so richtig verstanden. Der wollte wissen, so wie bin ich eigentlich entstanden, Digger? Da habe ich ja, wie soll ich dem Justin jetzt erklären, wie menschliches Leben entsteht? Mit Bienchen und Blümchen eher nicht. Also habe ich so gedacht, ich versuche es mal modern mit Aufklärung 2.0. Also komm, Justin, mach mal Handy aus, Birne an. Deine Eltern. Die werden sich irgendwann mal in einem Cybercafé kennengelernt und gegenseitig geliked haben. Dann hat deine Mutter deinen Vater mit zu ihrem Homeoffice genommen, ihre Benutzeroberfläche freigemacht, sich auf ihr Desktop gelegt und seinen Memory-Stick angeschlossen. Als dein Vater dann irgendwann später fertig fürs Uploaden war, haben die beiden gemerkt, dass er keine Firewall installiert und sie ihren Virenscanner nicht abgedatet hatte. Da war es dann aber schon zu spät, um Cancel und Escape zu drücken. Und so erschien kurze Zeit später die Meldung, es wurde ein Trojaner namens Justin installiert. Geschätzte Downloadzeit 9 Monate. Dankeschön. Ihr merkt, man kann also auch als Lehrer mal was zu lachen bekommen. Ich finde so die einzig große Herausforderung im Leben eines Lehrers, das sind jetzt gar nicht die Schülerinnen oder Schüler, das ist für mich der Elternabend. Beispiel. Da sitzt auf so einem Elternabend auf der einen Seite die Mutter vom Finn Lasse. Die Mutter vom Finn Lasse ist selbstständige Klangschalentherapeutin. Schwerpunkt vegane Brennnesselglobuli. Und auf der anderen Seite sitzt der Vater vom Joel Noel. Und der Vater vom Joel Noel, der ist Metzgermeister in 4. Generation und hat eine hauseigene Mad Eagle Aufzuchtstation. Und da kann man sich vorstellen, die zwei, die sind nicht immer einer Meinung. Ne? Egal, worüber wir reden. Letztens haben wir über die Klassenfahrt geredet, hat die Mutter vom Finn Lasse gesagt, sie möchte nicht, dass wir Cola mitnehmen, der viele Zucker, der wäre nicht gut, der würde auch den Finn immer so auffühlen. Hat der Vater vom Joel Noel gesagt, das ist ja vielleicht lustig, die Kinder sind 14. Wenn die keine Cola mitnehmen dürfen, womit sollen die dann den Whisky mischen? Hat der Vater vom Joel Noel natürlich auch wieder recht, ne? So, und wenn die Eltern schon so drauf sind, da kann man sich auch gut vorstellen, da kriegt man mit deren Kindern auch Spaß. Und die Königin von allen, das ist für mich persönlich die Melody Safira. Die Melody Safira hat ihr komplettes Wissen von TikTok-Influencern. Also ich sag mal, von Menschen, von denen du denkst, so wenn die bei Wer wird Millionär mitmachen würden, die würden mit Schulden nach Hause gehen. Echt, Influencer sind für mich der lebende Beweis dafür, dass es Menschen gibt, bei denen der Kopf einfach nur eine Sicherungskopie vom Arsch ist. Oder die. Jedenfalls die Melody, die ist Follower. Wie soll man die weiter beschreiben? Die ist total lieb, aber um es jetzt mal in ihrer Welt zu sagen, die ist jetzt auch nicht die hellste Röhre im Solarium. Die hat mal auf einem Bauernhof die Schweine mit Käse gefüttert, weil sie gedacht hat, dass man so Cordon Bleu herstellt.
Das klingt gemein, aber die sind teilweise echt sehr unbeholfen. Ich glaube, das liegt daran, dass viele Jugendliche fast nur noch zu Hause rumhängen und im Internet gucken, was andere machen. Ich sage jetzt mal wir hier aus der goldenen Generation. Der Menschen, die das Glück hatten, das Licht der Welt vor der Erfindung des Smartphones erblickt zu haben. Wir konnten uns früher ja noch aktiv ausprobieren. Wir sind in den Wald gegangen, haben Buden gebaut, Nachtwanderung gemacht, ausgerissene Kinder gespielt und so. Das waren alles Abenteuer und da sind wir dran gewachsen. Ich habe echt das Gefühl, so mittlerweile ist es für die Hälfte aller Jugendlichen schon ein Abenteuer, wenn die sich einmal mit 10% Akku für mehr als 3 Meter von der Steckdose entfernen. Da werden die schon nervös. Wir haben früher auf Asphalt- und Ascheplätzen Fußball gespielt. Dann sind wir ohne Sicherung einfach so in die höchsten Bäume geklettert. Sowas lassen die ganzen Helikoptereltern aber gar nicht mehr zu, weil die viel zu viel Angst um ihren Nachwuchs haben. Könnt ihr euch mal Spaß draus machen? Fahrt mal in die Kölner Südstadt, da trefft ihr auf eine besondere Spezies, nämlich die Kampfhubschrauber unter den Helikoptereltern. Da stehen mittlerweile an jedem Spielplatzgerät 3 Elternpaare der Siedlergemeinschaft mit Warnweste und Absperrband bereit. Und sobald ein Kind eingepackt den Rückenprotektor, Knieschoner, schlaufenlosen Spielplatzhelm die erste Stufe von einer Rutsche betreten möchte, kommt sofort schon irgendein aufgeregter Hipstervater mit einem Fangnetz hinterher gedackelt und ruft: Nicht so hoch, Konstantin! Da denke ich, lass ich den Konstantin doch einfach mal ausprobieren. Mit seinen 15 Jahren. Da kann der Junge ja auch nichts für, aber wir sind so übervorsichtig geworden, auch so überkorrekt, ne? Und ich glaube, der Turbo der Veränderung war das Smartphone. Und das betrifft jetzt gar nicht nur die Jugendlichen, sondern auch meine Generation. Freund von mir wirklich, wenn ich mit dem durch die Stadt gehe, da kann ich genauso gut alleine gehen. Der glotzt die ganze Zeit nur auf sein Handy und versucht wie ein Bescheuerter mit einer App Monster zu fangen. Kennt ihr das? Nicht Pokémon, Tinder. Kennt ihr Tinder? Ich kannte das bis vor kurzem noch überhaupt nicht. Hat er mir erklärt. Meint er, wäre eine Dating-App, die wäre total super. Kannst du, wenn du willst, alle 5 Minuten einen neuen Partner fürs Bett finden. Hab ich gesagt, kenne ich. Im Sauerland heißt das Schützenfest. Ich mache mir seit sehr, sehr vielen Jahren nicht nur viele Gedanken darum, wie sich die Welt verändert hat. Ich frage mich auch immer wieder bei all diesen Veränderungen, wie geht's weiter? Wie sieht's bei uns wohl aus im Jahr 2040? Meine Gedanken dazu, die habe ich für euch traditionell in einem Zukunftskrätzchen zusammengefasst. Ich könnte mir vorstellen, dass die Welt dann wie folgt aussieht. 2040, während der Energiekrise, feiern wir Weihnachten bettelarm. Et geht russisch Raclette, nur jedes 6. Fännchen wird noch warm. In Berlin wird von Idee zur Energieeinsparung geschwärmt. Kompletter Bundestag wird mit heißer Luft von Christian Lindner erwärmt. In Köln setzt KVB auf Solarenergie. Busse fahren prima, nur die U-Bahn könnt nie. Bedachte man das nötige Sonnenlicht? Leider nicht. Um die Autoindustrie zu retten, FDP fordert Fahrradverbot für Innenstädte. Um Renten und Krankenkassen zu schonen, vor Seniorenheimen 130er-Zone. Zudem sollen Rentner mit Prostataproblemen nicht mehr zu Ärzten gehen. Die hätten genug Zeit, den ganzen Tag am Urinal rumzustehen. Sind die eigentlich noch ganz dicht? Leider nicht. Grüne Regierung hat uns sensibilisiert und geweckt. Jetzt sind wir politisch und sprachlich überkorrekt. Es heißt nicht mehr nur Bio-Freiland-Ei, sondern das Ei war von der Henne gewünscht und der Hahn bei der Geburt mit dabei. Korrektheit auch bei Ferrero-Küsschen, kommen jetzt genderneutral ganz ohne Nüsschen. Kriegen wir noch ein Prometat ob der Tisch? Leider nicht. Polizei hat Energiekosten unterschätzt. Elektroschocker wurden durch Brennnesseln ersetzt. In der Küche gelten Energiesparlampen als Diätersatz. Bis du was sehen kannst, hast du vergessen, dass du eigentlich Hunger hast.
Sexspielzeuge bleiben in Regalen liegen, Batterien zu teuer, viele Frauen auf eigenen Mann umgestiegen. Ups. Sorgte das für Begeisterung in ihrem Gesicht? Ich habe gar nichts gesagt. Zum Abschluss habe ich noch eine traurige Nachricht für alle Männer, dafür eine positive für alle Frauen. Wir Männer haben in Zukunft nicht mehr allzu viel zu kamellen. Selbst im Weltall haben mittlerweile die Frauen es sagen. Erster Blötsch am großen Wagen. Ich mache nur Spaß. Ist eigentlich eine Herrensitzungsstrophe, aber ihr wart so lieb. Ich wollte mal gucken, was passiert, wenn Frauen mit dabei sind. Ich zieh mal durch. Ich bin ja gleich weg. Im Weltall haben mittlerweile die Frauen es sagen. Erster Blötsch am großen Wagen. Doch was Altastrologe noch mehr schockiert. Der kleine Bär ist wegrasiert. Wird noch schlimmer. Auch um die Verweiblichung der Sprache gab es ein Riesengetöse. Aber da ist mir kein Reim eingefallen. Nein, nein, nein. Nein, ich setz noch mal an. Ich setz noch mal an und dann verabschiede ich mich ganz sauber und anständig von euch. Faste Love gehört jetzt zu den International Show Events. Deshalb heißt Stippe Fütsche jetzt Cologne Backside Rubble Dance. Denn Nubbel heißt jetzt Hanging Doll aus Burning Heu. Und eine Jungfrau, never touched, Transgender Boy. Eine Damensitzung am Land mit nur einem Klo. Heißt Ladies Night with Aftershow. Nur zwei wird überstanden, der ganze Klav. Kölle. Vielen, vielen, vielen Dank für diese tolle Aufmerksamkeit und die fantastische Stimmung hier. Danke euch! Tschüss! Martin Schöps. Ein großes Kompliment für diesen hervorragenden Vortrag und wir rufen aus auf Martin Schöps, Trainer von Hetze, Kölle. Martin Schöps, Kölle.